Hier sind fünf Dinge, die ich als Führungskraft grundsätzlich immer mache. Erstens, ich habe immer eine Vision. Ich sehe immer das große Ganze. Wenn ich nicht das große Ganze sehe, ziehe ich mich raus und stelle mich auf einen Stuhl, sodass ich das große Ganze sehe. Ich kann nicht führen, wenn ich das große Ganze nicht sehe, nicht verstehe. Zweitens, ich bin absolut geradlinig in meinem Verhalten. Nichts Wankelmütiges hin und her. Man könnte auch sagen im Englischen walk the talk. Ich meine, was ich sage und ich sage, was ich meine und mein Verhalten bleibt immer gleich. Jeder weiß, woran er ist. Drittens, die Zeit meiner Mitarbeiter, die ist genauso wichtig wie meine Zeit. Das heißt, das Universum dreht sich nicht um mich. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade jemand sprechen möchte, ziehe ich jemand aus dem Meeting raus. Ich denke nicht, dass meine Zeit wichtiger ist. Meine Zeit ist anders, muss anders eingesetzt werden, aber ich entscheide nicht über die Kalender meiner Mitarbeiter hinweg, weil ich denke, ich bin der Nabel der Welt. Wer mich kennt, weiß es. Ich habe überhaupt gar kein Problem, meine eigene Entscheidung, meinen eigenen Managementstil täglich zu hinterfragen, mich damit auseinanderzusetzen, war es das richtig? Habe ich das so gemacht, wie man das machen sollte? Oder muss ich das ändern? Nur so ist Entwicklung möglich. Naja, und das Fünfte, was ich tue, ist, ich gebe mir große Mühe, das Vertrauen meiner Mitarbeiter zu verdienen. Ich gebe mir große Mühe, mich so zu verhalten, dass ich vertrauenswürdig bin. Das schaffe ich mit den anderen vier Punkten, aber ich versuche, das Vertrauen meiner Mitarbeiter zu verdienen. Das sind die fünf Punkte, die ich als Führungskraft immer tue. Und denk dran, mehr führen, weniger ausführen.